Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog, heute am Donnerstag schon. Ich habe nicht gevloggt bisher, weil ich einfach nichts Spannendes getan habe. Vor allem, weil ich jetzt 3 Tage lang ein Praktikum, sage ich mal, hatte. Ich war von der Arbeit aus, haben die mich, sage ich mal, eingeschleust in eine Werbeagentur. Und da war ich jetzt für 3 Wochen, wollte ich gerade schon sagen, 3 Tage. Und es ist in Bielefeld. Da musste ich bis 17 Uhr arbeiten und ja, bin dann halt erst immer so um 18 Uhr zu Hause. Deswegen habe ich natürlich nichts mehr gevloggt, weil jetzt ist es auch schon so spät. Aber jetzt wollte ich noch mal kurz vloggen. Ich muss ja den Vlog mal langsam anfangen. Der letzte Vlog ist ausgefallen, wenn ich nicht noch was gemacht habe, weil ich habe den gedreht. Es gab einen kleinen Vlog. Allerdings stimmte da irgendwas nicht beim Hochladen. Ich habe es 2 Mal probiert, hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, was damit schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt weglasse, ob ich mir irgendwie morgen nochmal die Mühe mache und versuche, den hochzuladen. Ihr werdet sehen, ob einer jetzt davor war oder nicht. Was ich sagen wollte, ich bin jetzt gleich hier ein bisschen am Aufräumen, weil es ist immer chaotisch, wenn man immer mal wieder gedreht hat und dann lässt man alles stehen und liegen und auch doof. Ja, was ist das da draußen eigentlich so laut? Naja. Und ich wollte euch eigentlich vor allem sagen, ach so, nee, stopp, bevor ich damit anfange. Ich durfte von, also im Praktikum, jetzt gerade, was ich hatte, sollte ich eine Visitenkarte erstellen. Jetzt nicht für die Firma erstmal, für meine, sondern privat für mich. Dann habe ich natürlich die Chance genutzt, habe eine für meinen, als Make-up-Artist gemacht. Und ja, ich finde, sie ist sehr, sehr schön geworden. Also meine Meinung, jeder sieht es anders. Ich habe mir jetzt auch ein eigenes Logo designt. Habe ich alles selbst gemacht, also nichts kopiert oder sonst was. Habe ich selbst entworfen so. Also wird es wahrscheinlich in ähnlicher Weise schon gegeben. Aber es war so meine Idee, die habe ich nirgendwo abgeguckt. Und dann habe ich das gemacht und ich habe mir direkt Visitenkarten drucken lassen. Also habe ich jetzt in Arbeit gegeben. 250 Stück lasse ich drucken. Und dann gab es da dann auch noch so Sachen, wo einem dann direkt, ja, halt, um mehr Geld zu machen, angeboten wurde, wie das auf anderen Sachen aussehen würde. Und ich wurde schwach. Ich habe noch, ich glaube, 2 Mauspads bestellt. Eins für mich und eins, weiß nicht, vielleicht für eine Verlosung oder sonst was. 2 Notizbücher und eine Tasse. Das sah nämlich, finde ich, ganz cool aus mit dem Logo. Und ja, da musste ich es mal holen. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, ob ich davon was verlose oder so oder vielleicht Freunden schenke. Aber ich freue mich, erstmal zu haben. Mal gucken, wie es ist. Man kann ja immer noch nachbestellen. Übrigens, ich habe hier wieder voll die, keine Ahnung, hier oben ist wieder voll rausgewachsen. Alles hier unten ist noch leicht grün und so. Also total Kuddelmuddel in den Haaren. Ich finde das eigentlich nicht so schlimm. Aber Samstag geht's mal zum Friseur einmal im Leben. Gefühlt echt einmal im Leben. Ich mache sonst alles selbst. Ich schneide mir die Haare selbst, ich färbe die selbst. Und ja, einmal mal wieder geht's zum Friseur. Und eine Sache noch, die ich noch berichten kann. Ich habe mir was gekauft. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe gesehen, dass es von Anastasia Beverly Hills eine 2. Palette gibt. Die in Standard-Sortiment kommt. Ich finde die erste einfach klasse, die Modern Renaissance Palette. Allerdings wusste ich, dass diese Palette auf YouTube nicht gerade einen guten Start hatte, sage ich mal. Die meisten sagen, es ist größte Flop überhaupt. Ich finde die Farben sehr schön, muss ich sagen. Und das Problem damit soll ja sein, dass einfach der übelste, ja, die sind zu pudrig, die sind nicht gut genug gepresst. Und wenn man da mit dem Pinsel reingeht, hast du schon fast das Fännchen erreicht, weil das ganze Puder nur so runterfällt. Ja, soll so sein. Ich habe fast nur schlechte Reviews gesehen, aber ich wollte es trotzdem selbst nochmal testen. Ich glaube, es wird bei mir natürlich auch so sein. Aber ich möchte sie trotzdem gerne testen und ich habe sie noch nicht geswatcht, gar nichts, weil ich gerne ein First Impression Video dazu machen möchte. Das werde ich wahrscheinlich Samstag drehen und dann werde ich euch einfach mal mitnehmen, wie ich das Ganze, wie ich damit schminke, meinen ersten Eindruck dazu und ich hoffe, euch interessiert das. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich wünsche mir natürlich, dass ich nicht von der Palette enttäuscht werde. Sie ist ja nun mal auch ganz teuer, 45 Euro oder so um den Dreh, glaube ich, 46, weiß ich nicht. Und es wäre schön, wenn sie mich nicht enttäuscht, aber naja. Ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe, von daher, wenn sie mich enttäuscht, dann ist es halt so. Ich wollte es auf jeden Fall testen. Hi ihr Lieben, heute ist Freitag, endlich, Wochenende. Und ja, ich wollte nur kurz sagen, was ich mache. Ich gucke gerade mit meiner Mama Lucifer.
Also ich gucke im Moment ja Amazon Prime. Netflix hatte ich ja abbestellt und jetzt gucke ich Amazon Prime so ein bisschen. Und mein Bruder hatte gesagt, guck unbedingt mal Lucifer. Und ich habe die erste Staffel durch. Und jetzt hat meine Mama gesagt, ja, das würde mich vielleicht auch interessieren. Und jetzt gucken wir halt nochmal die erste Staffel, weil heute ist die zweite erschienen, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir gerade die erste Folge geguckt. Meine Mama findet es gut. Und immer mal währenddessen nach jeder Folge habe ich gesagt, räume ich ein bisschen auf. Sie macht dann auch noch was im Haushalt, dass wir ein bisschen vorankommen. Und jetzt gerade die halbe Stunde, wo ich was tue, kommt jetzt Film mal eben dazu. Ja, für alle, die Amazon Prime haben, guckt euch unbedingt Lucifer an. Das ist sowas für Leute, die jetzt nicht so auf so übertriebenen Humor stehen, vor allem. Also, ja, es geht da um so einen Teufel. Also so ein bisschen unrealistisch, aber dennoch realistisch irgendwo auch gemacht. Also ich kann es ganz schlecht erklären. Aber es ist gerade für Leute, ich stehe nicht auf so einen übertrieben gewollten Humor, ist überhaupt nicht meins. Und das ist so mit so ein bisschen Witz dabei, aber der Film versucht jetzt nicht, also die Serie versucht nicht witzig zu sein, so richtig direkt, sage ich mal. Aber sie ist halt so ein bisschen nebenbei lustig. Und ja, ich liebe die Serie. Ich konnte nicht aufhören, die zu gucken. Hab die innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet. Ja, jetzt muss ich leider warten auf meine Mutter. Also ich gucke ja noch mal alles mit, aber ich muss warten, bis die zweite Staffel, wir uns die angucken. Aber naja, werde ich schon noch schaffen. Und jetzt haben wir uns kurz ein bisschen was zu essen bestellt. Und zwar eine Pizza. Und ich habe noch Bruschetta bestellt. Werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich nicht vergesse zu filmen. Und ja, sind heute auch noch zwei Pakete angekommen. Die zeige ich euch dann eventuell gleich. So, nächste Pause und ich wollte euch kurz jetzt zeigen, was meine Pakete waren. Und zwar einmal die My Little Box. Die zeige ich euch natürlich jetzt nicht den Inhalt. Da gibt es natürlich wie immer ein eigenes Video zu. Und dann habe ich ein Douglas-Paket. Und zwar ging es mir darum, ich hatte von Douglas wieder Post gekriegt, wo so die neuen Aktionen und so drauf standen. Und ihr kennt wahrscheinlich die Marke Glam Glow, wo eine Maske mal eben 70 € kostet. Ist viel Schweineviel Geld. Und jetzt gab es so Aktionen, da gibt es hier einmal die, ich glaube, das ist die beliebteste, die Hollywood California Glam Glow Gravity Matte Maske. Das sind jetzt 15 Milliliter, hat trotzdem 10 € gekostet. Schweineteuer, ich weiß, aber ich finde, um es einmal vorher zu testen, ob sie wirklich so gut ist, sie soll ja wirklich unglaublich sein, finde ich das echt ganz gut. Deswegen habe ich die einmal bestellt. Und so ein Angebot gab es nochmal mit noch einer besseren Maske. Und zwar die Glam Glow Sonic Maske. Und die war ja damals limitiert. Scheinbar gibt es das hier, aber ich weiß nicht, ob dauerhaft oder so in so kleiner Variante. Auch 15 Milliliter, allerdings für 15 €. Alle, die die kennen, ich glaube, das ist die, wenn ich mich täusche, die Silber im Gesicht ist. Also wirklich metallisch Silber, was ich sehr cool finde. Und diese hier wirklich metallisch blau, also wirklich heftig blau. Ich bin super gespannt, wenn ich die mal austeste. Werdet ihr dann auf jeden Fall mal sehen, da werde ich kurz berichten. Und dann brauchte ich noch, ich musste, damit ich keine Versandkosten, genau, ich hätte noch irgendwie Versandkosten, sonst 5 € zahlen müssen, so, da habe ich noch was dazu getan. Und dann habe ich mir mal von MAC einen Lip Liner gegönnt, und zwar in der Farbe Whirl. Der sieht so aus. So ein schönes Nude, so ein bisschen ins Bräunlich gehende, den habe ich mir mal gegönnt, glaube ich 16 € oder so. Ja, habe ich mal einen MAC Lip Liner. Genau, das sind die Sachen. Dann meine Goodies, 2 Stück sind einmal Exfoliating Body Scrub. Fand ich ganz interessant. Und dann noch von Glam Glow noch eine andere Maske, und zwar die Super Matte Clearing, das Super Matte Clearing Treatment. Ist es eine Maske? Ne, doch, Maske steht da auch. Ja, keine Ahnung, ich muss es mal testen. Und ansonsten war es das, ja. Genau, sonst gab es keine Goodies, bei Frau Shopping war irgendwie nix. Deswegen, ja, das. Und jetzt räume ich, wie gesagt, erstmal weiter auf. Jetzt habe ich euch das gezeigt. Jetzt wird weiter aufgeräumt. So, heute ist Samstag und ab geht's zum Friseur, würde ich sagen. Ich nehme euch mit. So, Haare sind neu. Neu. Sind geschnitten. Haarfarbe neu, wieder ganz dunkel. Und ich bin gerade im Kilians. Und ich habe mir einen vegetarischen Burger bestellt. Die Soße wäre nämlich nicht vegan gewesen, aber ich habe jetzt stattdessen Barbecue-Soße und dann ist der vegan. Und da ist das gute Stück und das gönne ich mir jetzt. So, ich bin wieder zu Hause, schon eine längere Zeit. Wir haben eben wieder Lucifer geguckt und vorhin kam noch mal ein Paket. Weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Dazu würde ich werde so viele First Impressions jetzt gefühlt noch machen. Ich wurde angesprochen, ob ich nicht zu der Mrs. Bella Palette da noch eine Review gebe. Wird kommen. Ich habe sie schon rausgelegt, dass ich es nicht vergesse, aber es kommen erst 2 andere Paletten. Weil mir das, sage ich mal, ein bisschen, das hat Vorrang, weil die neu sind. Übrigens läuft hier gerade ein Stream. Und zwar für alle, die so ein bisschen Gamer auch gucken und
vor allem PlayerUnknown's Battlegrounds. Ist jetzt heute, heute ist der 12. nämlich. Und heute ist wieder Baal, für alle, die es kennen. Und das gucke ich jetzt heute, wird wahrscheinlich wieder 4-5 Stunden gehen. Naja, beim Douglas-Paket war ich gerade. Und zwar muss es natürlich mit in meine Sammlung die 4. Naked-Palette, richtig. Und zwar die Naked-Heat-Palette. Und die werdet ihr dann in einem Video sehen, wo ich sie euch zeigen werde. Dann waren da noch Goodies. Zum einen nochmal, hatte ich in der letzten Bestellung auch, Glam Glow Maske. Dann von Lancaster so eine Night Cream. Und ein Herrenparfum. Ist da drin, weil ich da, ja, kann ich jetzt nicht erzählen, weil Leute das sehen vielleicht. Naja, doch, ich kann es auch erzählen. Ist für einen Adventskalender schon mal. Nur, dass ihr es wisst. Ja. Und ich muss mich erstmal wieder an meine dunklen Haare gewöhnen. Das ist echt ungewohnt. Aber ich werde jetzt erstmal noch baden gehen. Dabei gucke ich den Stream und ja, chill einfach so ein bisschen baden, relaxen, wie ich es halt am liebsten habe. Und ja, ich wollte heute erst Videos drehen, aber das mache ich dann doch morgen. Dann würde ich nämlich ein First Impression Video drehen. Ich weiß noch nicht, ob zu der Naked Palette hier oder zu der Subculture Palette. Weiß ich noch nicht, welches ich jetzt zuerst drehe. Ich glaube, die Naked-Palette. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich denke, die würde ich gerne morgen testen. Ja, ich denke, ich werde mich höchstwahrscheinlich erst morgen wieder melden. Dann sehen wir uns dann. Ach ja, morgen. Ich mag es schon gar nicht mehr sagen, aber es geht morgen essen. Und zwar zur Ichiban. Aber auch nur, weil meine Mutter wollte jetzt tatsächlich mal hin. Und meine Mutter war sonst immer so, oh, ich esse nicht Chinesisch, dies, das, mag ich nicht. Und ich habe jetzt so davon rumgeschirmt, dass sie jetzt gesagt hat, komm, wir gehen da doch mal zusammen hin. Sie will es mal probieren. Habe ich natürlich nicht nein gesagt, ne? Geil. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und ich habe so Hunger. Also ich bin schon länger wieder zu Hause. Ich war ja vorhin mit meinem Papa und ich habe jetzt schon zwei Videos gedreht. Einmal ein First Impression zu diesem Look, zu der Subculture-Palette, über die ja alle so herziehen. Und ich habe gerade noch ein My Little Box Unboxing gedreht. Kommt alles die Tage natürlich online. Vielleicht ist es auch, nee, ist glaube ich noch nicht. Ist es glaube ich noch nicht. Aber kommt dann die Tage. Und jetzt habe ich so Hunger. Ich habe heute echt noch nicht so viel gegessen und naja, aber nicht mehr lang, dann geht's zur Ichiban, um 18 Uhr habe ich reserviert und dann kann ich mich vollstopfen und dann sitze ich hier nach, mir geht's so schlecht. Ist halt so. Aber erstmal gleich wieder richtig viel Sushi und Frühlingsrollen und gebratene Nudeln und Pilze und alles mögliche, ihr wisst es ja, ihr habt es ja schon oft genug gesehen. Ja, jetzt werde ich noch kurz, weiß ich gar nicht, ja, hier alles wieder wegräumen. Und dann geht es auch, glaube ich, schon bald los, weil es ist, glaube ich, schon bald, also 16:45 wollten wir losfahren. Ich war ja heute mit meiner Mama, das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Und deswegen müssen wir, denke ich, auch schon demnächst los. Deswegen, ich nehme euch wieder mit. Und dann endet der Vlog, denke ich, auch schon bald. Vielleicht auch schon direkt nach dem Essen. Also vielleicht sind das die letzten Szenen, die ihr gleich seht, aber ja. Nächste Woche weiß ich gar nicht, ob es da spannender wird. Mal gucken.